Hallo und willkommen beim neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich zeige doch mal genau meinen PC, weil es hat sich doch ein bisschen was geändert jetzt. Ich habe nicht mehr die 6800 XT, ich habe jetzt die 6900 XT von Asus, die ROG Strix mit der Wasserkühlung. Hier oben ist zum Beispiel die Wasserkühlung verbaut. Da habe ich eh schon Millimeter Arbeit machen müssen, wie man das sieht. Die Corsair erreichen nämlich fast die Lüfter. Also das war schon ziemlich knapp alles, wenn man das jetzt sehr gut sieht. Und ich habe das Mainboard genommen, das B550 von Asus, weil ich hatte zuerst das MSI. Und bei solchen großen Grafikkarten wie bei einer 6800 XT hat den PCI-Slot beschädigt. Somit hat mein altes Mainboard nicht mehr die Karte lesen können. Und das B550 von Asus, das hat einen verstärkten Rahmen bei der PCI 4. Und darum ist das alles ein bisschen besser und hält auch besser. Also wenn ihr auch so eine Grafikkarte holen solltet, ist jetzt egal, ob 6800 XT, 6900 XT oder die 4090, die von RTX jetzt. Und dann würde ich euch empfehlen, B550, das von Asus zu nehmen. Erstmal sieht das echt klasse aus. Meins hat sogar eine Wi-Fi-Antenne dabei gehabt. Also echt geil, das Ding. Bin voll zufrieden bis jetzt. Und wie ihr sehen könnt, bei der Grafikkarte, da braucht ihr dann 3x8 Pin. Also da reicht nicht mehr 2x8 Pin. Genau. Ich wollte die Grafikkarte eigentlich auch anders verbauen, weil sie hat unten schöne LEDs, die man jetzt nicht sehen kann. Ich versuche es später zu zeigen, vertikal aufzubauen. Aber das Ding, was ich hatte, habe ich irgendwie, das hat sich immer vom PCI Slot 4 entfernt, jedes Mal. Also habe ich es dann doch so gemacht. Für die CPU ist ein 5800X 3D mit der AlphaCool Wasserkühlung. Das ist hier. Das sind drei diese Lüfter, die zeige ich gleich nochmal. Hier vorne dann. Und finde ich eigentlich auch ziemlich cool, die Wasserkühlung. Die ist echt ruhig, richtig leise. Vor allem bei hoher Last. Den LED Stripe, der war im Sharkoon-Gehäuse schon mit dabei. Das ist das TG5 Pro. Und was ich auch cool finde bei dem Gehäuse, man bekommt einen Adapter dazu, wo man bis zu, lass mich lügen, ich glaube 6 3-Pin anschließen kann. Genau, 6 LED 3-Pin, wenn ich mich nicht irre. Also echt ein super Gehäuse mit gutem Airflow. Wirklich nicht schlecht. Ja. Und sonst Corsair Vengeance 3600 mit 32 GB. Also hier war 16. Sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Und eigentlich bin ich nicht so einer, der Werbung macht, aber wenn ihr euch jetzt die Grafikkartenpreise anschaut, ich habe nämlich meine alte 6800 XT abgegeben, weil ich habe ungefähr, wie viel habe ich dafür gezahlt? Ich glaube 800 Euro. Und die 6900 XT, also die von Asus mit der Wasserkühlung, die kostet auch jetzt um die 800 Euro. Also im Endeffekt habe ich sie einfach getauscht. Und das ging sogar, hat mich echt gewundert. Und da habe ich mir jetzt die geholt. Bin echt zufrieden. Vor allem sie hat auch noch extra Software dabei, die beim Tuning verbessert und wo ihr durch Mining Geld verdienen könnt. Also ich halte mich da jetzt vorsichtig. Ich habe es jetzt erstmal getestet, aber Geld habe ich noch keins bekommen. Da muss man erst 5 Tage oder so, aber das probiere ich gerade aus. Also da kann ich dann noch nichts Richtiges sagen. So, und wenn man die Grafikkarte bestellt, also bei mir war es der Fall, da habe ich ein riesen Mauspad dazu bekommen und sogar noch eine Maus gratis. So, jetzt zeige ich mal ein bisschen mehr. Ich hoffe, man sieht da noch alles. Tue jetzt mal die Grafikkarte noch unten. Ja, ich glaube, das sieht man ganz gut. Sagt, die hat LED-Effekte unten die Grafikkarte. Das finde ich halt ein bisschen schade, das ist jetzt ein bisschen verschenkt eigentlich von der Optik. Und naja, ich habe irgendwie den vertikalen Einbau nicht geschafft. Ist schon ganz nice aus alles. So sieht es halt dann von vorne aus, das Gehäuse.
Wenn ihr Videos sehen wollt, wie die Karte performt, da könnt ihr bei mir die Call of Duty-Teile anschauen, die Modern Warfare 2. Da benutze ich nämlich die Karte. So. Ich zeige jetzt noch kurz die Software. Moment. So, da sind wir schon mal bei der Tuning-Software. Für die Grafikkarte ist das GPU Tweak 3. Dann könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen: Standardmodus, Overclock-Modus, leiser Modus oder der Gaming, also das habe ich so genannt, Gaming 6900 XT. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sie takten sollt, hier bitteschön, ich habe meins. Power-Takt ist auf 115, CPU-Spannung habe ich undervolted auf 1027. Den Boost, den kann man bis 2764 MHz raufbringen. Also wirklich Hammer. Speichertakt ist auf 4000. Der GPU-Lüfter, ich habe es halt so eingestellt, damit die Karte halt nicht zu laut wird und trotzdem gut gekühlt wird. Die hat meistens, das höchste ist 65 Grad. Ich kann es gerne mal zeigen. So habe ich jetzt das eingestellt. Die Lüfter. Also die Grafikkarte und die CPU haben alle beide 65 Grad als höchstens. Eigentlich nicht schlecht. Genau, das ist die eine Software. Und die andere, die ich zeigen will, ist das, was ich gemeint habe. Quantum Cloud. Wie soll ich sagen, ihr tut die Power der Grafikkarte, also so habe ich mir erklären lassen, anderen weitergeben. Also die Power, die ihr jetzt nicht verbraucht, die gibt ihr anderen weiter, damit sie minen können. Und davon bekommt ihr dann auch, wie soll ich sagen, Geld zurück. Dafür, dass ihr die Power hergibt. Echt klasse, das war eigentlich umsonst ein riesen Mauspad, also Maus- und Tastaturpad. Und die Maus hier. Tough Gaming M3. Und natürlich auch wieder viele Sticker. Und das war umsonst dabei bei der Grafikkarte. Echt klasse. So. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, ein Like und auch einen Kommentar. Wir sehen uns. Ciao.